Rat mir, ich alle bitte ganz herzlich, ob also echt mehr Manifestation heute zu Wasser Böllisch zu begrüßen. Ein herzlicher Merci und den Nico Alfter an den Jean Ludwig mit ihren Sektionen für Wasser Böllisch an die Dordonwen für die viel Erbisch, die sie eurem Kader für die echt mehr Manifestation meinem Bezirk gerecht tun. Ein herzlicher Merci auch an die Autoritäten von der Gemeinde Wasserböllisch und der Bürgermeister, der Schäferrote, Service Technik, Police, Protection Civile an alle Gedei, die uns heute geholfen haben. Kolleginnen und Kollegen, eine echt mehr Manifestation, die ganz am Zeichen steht von den Problemen und Herausforderungen, die Krise den schaffenden Leuten an diesem Land überlegt. Chômage und Prekarität sind im Viermarsch. Kaum ein Tag vergeht, wo nicht ein Betrieb aus dem Privatsektor an die Schlagzeilen ist, weil er in einem Feind steht, weil Erbesplätze aufgebaut gehen oder weil nicht durch Investitionen eine Kultur der Entreprise nötig zählen, die negativ Auswirkungen auf die Beschäftigung bringen. Nun ist es aber so, dass Zokimo am Mangel, ArcelorMittal, Rodanjean Schöffling an die solche Sozialpläne an den Banken keine Plage zu Zöllen durchstellen. Hanat all Erbesplatz verloscht, Hanat all Entlosung, steht der Mensch aus seiner Familie, steht die Existenz von der Familie, an die Existenzen sind an diesem Land, an dieser Krise, an dieser Situation nicht aufgesichert. Dafür fordern wir als Regierung ab, die Situation mit uns und mit den Patronen zu verändern. Wir müssen dafür sorgen, dass sichere Existenzen auch im Privatsektor zur Regel gehen. Konsequenzen von der Finanzkrise, die aktuelle Schuldenkrise an Europa, haben erwarten noch schwerer und dramatische Konsequenzen auf wirtschaftlichem und sozialem Plan nach sich ziehen. Allerdings geht der Erbesplatzaufbau halt nicht nur durch ökonomische Krisen oder durch strukturelle Probleme an der Ökonomie nach sich gezogen. Produktivitätsverbesserungen, Rendementsverbesserungen, Anpassungsprozesse und den technologischen Wandel feiern darüber heraus zu einer permanenten Herausforderung für Szenarien. Aus all diesen Gründen ist es wahrscheinlich nicht mehr möglich, dass der junge Mensch, wenn er seine Berufskarriere anfängt, auch noch 40 Jahre bei demselben Patron nachher dann fremdkommen. Den Einzelnen aus dem Privatsektor muss sich darauf anstellen, dass er nach seinem Berufsleben x-mal seine Employer muss wechseln. Und das ist also forciert, nach mir wie bis kontinuierlich Weiterbildung zu machen. Und trotzdem riskiert all den Ersatz, den wir für die Beschäftigten am Privatsektor fördern, nicht genug zu sein, für die Existenz am Fall vom Erbesplatz verloscht aufzusichern. Als Betreuung von den Schomeren, wenn wir daran kennen, kann die Lösung nicht sein. Es muss dafür gesorgt gehen, dass am Fall von einem Problem den Einzelnen über den Weg von verschiedenen Pisten an der Erbisch bleiben kann, bis sie in einen neuen Erbischplatz gefunden wird. Es geht heute darum, die Überlegungen, die Modelle, die wir an der Lützebäuer Stahlindustrie entwickelt haben, und als aktuelle Situation zu adaptieren. Ein neues Modell, den allen Sektor von unserer Ökonomie eine Gestion für seinem Süreffektiv zugesteht, an den durch die Instrumente, die wir haben, die Leute an der Erbisch behält, an ihre Lebensstandard garantiert. Ein Modell, wo zum Beispiel DADEM als Koordinationsstruktur mit dem Patron, der auf allen Niveau muss man angebunden gehen, dafür sorgt, dass die Leute an der Erbisch können bleiben. Ein Modell, wo im Fall, wo die Leute nicht können direkt platziert gehen, die Ökonomie sozial, also Beschäftigungsinitiativen zum Drohen kommen müssen. Wo darüber heraus
auch die Weiterbildung mit dafür sorgen soll, dass die Betroffenen durch eine solide Formation in Alternance oder sur le terrain an ein stabiles Erwerbsverhältnis so schnell wie möglich können kommen. Sollte dafür eine Reihe von Leuten noch immer nicht möglich sein, hin in ein Erbest an der echten Ökonomie zu gehen, dann muss halt das solidarische Element von der Ökonomie solidär spielen. Das Leute haben Recht, wenn nicht als Schomer MDNIC aufklassiert zu gehen, mir für eine sinnvolle Beschäftigung zu kreieren, bis hierin bei einem Patron können, ein Erbest fanden. Die beschäftigten Leute aus dem Privatsektor haben Recht auf eine sinnvolle Tätigkeit, mit einer Garantie von ihrem Lebensstandard und damit ein Recht auf die Aufsicherung von ihrer Existenz. Diese Forderungen, dieses Modell, also in unseren Augen absolut nötig, wenn wir wollen soziale Kohäsion an diesem Land behalten. Kolleginnen und Kollegen, Lützeburg wird in den letzten 4 Jahrzehnten eine ganz Reihe von Krisen durchgestanden und hat sich trotz allem ganz stark ökonomisch entwickelt. Allerdings haben wir nach all Krise mehr Schomarsch als während der Krise gehabt und das wird ein struktureller Schomarsch herbeigefordert, den aufhängt, beängstigend Ausmaßen zu kriegen. Ein struktureller Schomarsch, den ebenso nicht schlimm ist, weil wir all Jahr zwar mehr Netto-Erbischtsplätze kreieren und trotz allem unsere Schomarsch nicht an den Griff oder nicht mehr an den Griff kriegen. Darüber hinaus haben uns junge Leute, die schlecht oder gar nicht qualifiziert aus der Schule rauskommen, ganz schlecht Chancen für einen Erbischtsplatz zu finden. Die Industrie schmelzen, die an der Zeit des Leid konnte beschäftigen, sind halt nicht mehr da. Wir brauchen halt konkret Mäuen für das Jung an den Erbischtsprozess zu bringen. Für über eine praxisbezogene Ausbildung, mit denen medischen Hilfen ein stabiles Erbischtsverhältnis für das Leid zu schaffen. Wir brauchen Perspektive für euch Jung Leid. Wir brauchen Assertionshilfe für euch Jung Leid. Wir brauchen ein Engagement von allen Akteuren, auch den Employeren, für euch Jung Leid. Dafür ist es extrem wichtig, dass euch Schule eine erstklassige Berufsausbildung anbietet und das auf allen Niveaus. Es muss heute dafür gesorgt gehen, dass Diplome, die Ungebundenen verdient gehen, kompetitiv mit den äquivalenten Diplome aus der Großregion sind. Als Jung brauchen dafür ein positives Umfeld an der Schule, daheim und von der ganzen Gesellschaft. Das verlangt aber ein fundamentales anderes Schulkonzept, wo die Leistung unterstützt und gefördert wird. Wodem, der Probleme aus einer schulischen Laufbahn hat, ob konkret Mesuren kann zählen, für auf das bestmögliche Niveau zu bringen. Dafür haben Profen und ihre Gewerkschaften Recht, wenn sie die aktuelle Reform vom Sekundär refusieren. Eine Reform, die wie andere Reformen für drin ein Nivellement verbal durchstellt. Ein schlechtes Schulniveau ist nicht akzeptabel an einer Erbischtswelt, die auf den Leistungsprinzip beruht und die Welt der regionalen Erbischtsmarche umgeht, ein ganz gewaltig Kompetition anstrengt. Eine gute Ausbildung und eine kontinuierliche Weiterbildung sind Recht für alle Menschen im Land. Gut ausgebildete Leute haben eine Perspektive und alle gute Chancen auf ihrer Seite. Gut ausgebildete Leute können noch dezent Paye verdienen und brauchen keinen gesponserten Mindestlohn. Eine solide Ausbildung von unseren jungen Leuten ist die beste Versicherung, die wir können kriegen gegen den strukturellen Schomarsch. Kolleginnen und Kollegen, die Ausbildung und Bekämpfung vom Schomarsch sind elementare Bestandteile von der sozialen Gerechtigkeit. Eine soziale Gerechtigkeit, die dafür sorgen muss, dass die Leistungen gerecht verdient gehen
an noch vanetisch Reformen definiert gin, de fir dollerrecht dofir musssse surgen, dat Spielregeln gerecht afher sinn. Spielregeln, die bei Reformen dafür sorgen, dass zum Beispiel bei der Pensionsreform alle Götten der Syrien dieselbe Rechte und Pflichten geben kriegen. Das ist bei der aktuellen Pensionsreform nicht der Fall. Der Plafond cotisable ist nicht harmonisiert zwischen Privatsektor und Sektor Publik und den Zugang zu einer betrieblichen Zusatzrente ist nach immer nicht wie alle Syrien gleich geregelt gehen. Soziale Gerechtigkeit auch für den Privatsektor ist konkret, dass eine Politik hier im Land definiert wird, die auch auf die aktuellen Gegebenheiten Rücksicht hält. Der Privatsektor wird par rapport zum Sektor Publik mehr niedrige Remunerationen, aber allein dadurch schon mehr niedrige Renten. Der Privatsektor dreht ein zusätzliches Risiko, und er ist eben just den vom Arbeitsplatz verloren. Dafür verlangen wir von der Regierung eine kohärente Politik, die dieser Situation Rechnung trägt. Kolleginnen und Kollegen, ein anderes Problem in diesem Land ist ein Equilibrium von den Staatsfinanzen, von unseren Staatsfinanzen. Den LCGB wird an den zwei letzten Tripartitrunden mit evaluiert, eine Proposition gemacht, wie wir heute Lösungen finden, die sozial gerecht sind. Allerdings ist es klar, dass Budgetprävisionen immer richtig interpretiert müssen gehen. Wir können die richtigen Konklusionen zu ziehen und auch dementsprechend zu handeln. Letztes Jahr wird die Regierung aber selber die Konklusion gezogen, dass die Situation nicht so dramatisch wäre wie gedacht. Die Aufschärfe von der Krisensteuer an den Gehälterakkord der Fonction Publique und klar bewiesen, dass sie an den Nerven von der letzten Regierung am Budget genug Spielraum wir, für ohne große Probleme übertrunnen zu kommen. Wir können uns ja aber nicht vorstellen, dass unsere Regierung gegen die Staatsfinanzen zu spielen. Kolleginnen und Kollegen, 2014 sieht die Welt aber auch nicht aus. Wir haben schlimme Probleme an den Staatsfinanzen hechtet. Wir müssen 500 Millionen Euro Spuren hechtet. Dafür stellt den LCGB sich halt folgende Frage. Wie glaubwürdig als eine Regierung, die ohne dass irgendetwas Fundamentales geändert wird, und nicht einmal nicht meint, komplette Meinung ändert? Glaubwürdig wäre eine Regierung, die letztes Jahr trotz den bekannten Zöllen am Budget Krisensteuer leicht falsch aufgeschärft wird und damit das Staatsbudget mit weiteren 80 Millionen Euro belastet wird. Wie glaubwürdig wird dann eine Regierung sein, die nur 500 Millionen Euro pro Jahr am Staatsbudget ausspuren? An Staatsfinanzen bis 2014 an den Equilibrium kriegen und dann trotz allem halt an der Fonction Publique ein Gehälterakkord aufschließt, den der Budget von 2014 und mit weiteren 6 Millionen Euro belastet. Kolleginnen und Kollegen, die können sich selber die Antwort geben. Für den LCGB als der Approche von der Regierung nicht mehr nachvollziehbar. Gewerkschaften sind kritisiert gehen, weil sie nicht mehr an die letzte Tripartit gegangen sind. Fährt für ein Glaubwürdigkeit wird dann halt Handlungsweise von der Regierung an den letzten Tripartiten. Und dass sich zweimal rein auf den Index fokussiert gehen. Dieser Approche wird im Nachhinein verhindert, dass nachhaltig und sozial gerechte Lösungen am Kader von den Staatsfinanzen konnten diskutiert gehen. Wie glaubwürdig ist der Approche von der Regierung an den letzten Tripartiten, wenn sie nicht annehmen wäre, die richtigen Probleme vom Staatsbudget mit den Sozialpartnern zu lösen? Wie glaubwürdig ist dann nur noch eine Regierung, die nur 3 Jahre mehr Wünsche umdrückt,
und dann am Schnellverfahren, ohne Diskussionen mit den Sozialpartnern, drauf lasten gehört. Wie gedacht wird es, als dann nur nach einer Regierung die Verschiebung von einem Gehälterakkord an der Fonction Publique, die wir als Jolon nicht mehr nächsten können, als Spurmaßnahmen bezeichnet. Die einen kriegen kein Rentenajustement und die anderen kriegen ihren Akkord, aber just ein bisschen mehr spät. Als das die Definition von der sozialen Selektivität von der Lützebäuer Regierung. Wie glaubt ihr, dass das Land des Regierung die Lohn von ihrem ersten Schritt schwätzt? Wie sehen dann Lohn den nächsten Schritt aus? Man hält sich mehr als so eine Politik nicht zu machen. Wir fordern. Wir fordern die Regierung ab, sich schnellstens mit den Sozialpartnern zusammenzusetzen an einer Tripartit über die Situation von den Lützebäuer Staatsfinanzen. Wir sind unter diesen Konditionen nicht bereit, eine Politik zu machen, wo ein in diesem Land auch nicht mehr 1 Euro Cent mehr muss bezahlen. CFD-Steuern, TVA oder Kotisationen. Wir sind unter diesen Konditionen nicht bereit, eine Politik zu machen, wo in diesem Land Sozialleistungen verschlechtert gehen. Am anderen Fall müssen wir uns einen Schritt überlegen. Die Regierung muss Farbe bekennen, wie weit für ein Sozialmodell sie steht. Wenn die Regierung den Lützebäuer Modell will Futti machen, dann soll sie das klar sagen. Denn LTGB refusiert so eine einseitige Definition von der sozialen Selektivität von der Lützebäuer Politik. Denn LTGB fordert eine Politik für mehr soziale Gerechtigkeit. Eine Politik am Ende von all unseren Leuten, die für ein paar am Privatsektor schwer müssen schaffen, die sich kontinuierlich müssen weiterbilden, für das Platz von ihrer Seite so gut wie möglich können aufzusichern. Eine Politik am Ende also von den Leuten, die auch an der Rente sind, von Leuten, die das Rente in oft ganz schwierigen Konditionen erschafft haben und die solche Krisen selber mit durchleben haben. Kolleginnen und Kollegen, dass dieser Privatsektor, an dem der Reichtum von diesem Land erschafft wird, an dem nicht nehmen, an der Reden von unseren politisch Responsablen oft regiert wird. Nein, dieser Privatsektor wird doch ganz konkret ausgefügelt von Politik hier im Land definiert wird. Das ist nicht akzeptabel, das ist nicht sozial gerecht, und nicht solidarisch, und das auch nicht fair. Denn LTGB. Den LTGB wird sich dafür konsequent an den Dienst von den Salarien vom Privatsektor stellen. Wir werden auf die aktuelle Inkonsequenz, auf die schleichenden Ungerechtigkeiten, die sich an unserer Sozietät breit gemacht haben, an immer mehr breit machen, hinweisen, um das zu bekämpfen. Wir verlangen eine sozial gerechte und solidarische Politik. Wir verlangen also die Aufsicherung von den Existenzen von denen am Privatsektor beschäftigten Leuten und Reformen, die gerecht und fair sind und das Syrien alle Götten selber und gerecht behandeln. Wir verlangen, dass die Regierung dann erlässt, Leute aus dem Privatsektor zu stigmatisieren und ja sogar zu schikanieren, was sie krank sind. 14 Jahre haben wir über eine Lösung von der Problematik von den 52 Wochen Krankmeldung gewährt. Und nun haben wir sie gefunden, zusammen mit den betroffenen Ministern. Außer uns wird anscheinend Käse für das Problem interessiert. Den Dossier als kein Stärkung vom Lützebäuer Modell. Kolleginnen und Kollegen, wenn wir das Gefe Pferde springen, ein fair, ein sozial gerecht und solidarisch Politik zu definieren, da geben wir auch vielleicht drin, am Sozialdialog ein Stück weit noch hier kommen. Vis-à-vis von den Problemen, die wir an diesem Land tun, müsste doch der Patron klar sein, dass ihr Leute, ihr Salarien, nicht der Feind sind, mit das wichtigste Element an ihren Betrieben. Dafür sind Forderungen,
von der Patron, wenn am sektorielle Kollektivvertrag vom Bau nicht nehmen, nicht zulässig, mit Karima überbrieben. Dafür fordern wir Erbeszeitregelungen, die nicht nehmen am Bau ein Familienleben mit der Erbisch konziliieren. Wir verlangen das auch am Kommerz, wo Diskussionen und Öffnungszeiten dazu benutzt muss gehen, für eine allgemeine Diskussion über die Verbesserung von den Erbeskonditionen von den Beschäftigten in diesem Sektor zu feiern. Dafür auch fordern wir am Bussektor eine Begrenzung von den Amplituden an den Erbeszeiten, einen sozialen Ausgleich an einem Sektor, den durch die RGTR-Regelung ganz stark subventioniert ist. Diese Subvention ist nötig, für uns alle Guten den erstklassigen Transport und Kommerz zu garantieren. Betriebe leben von diesen Subventionen, aber die Schaffere brauchen auch ihren Teil. Und das sind ausgeglichen Erbeszeiten. Und finden, also unbedingt nötig, dass Probleme klar durchkommen. Wie muss Findel sich halt positionieren, für am regionalen, am europäischen Kontext nach können die Rolle zu spielen, die als Ökonomie braucht? Wie können wir bei der Luxair und der Cargolux ein Stabilaktionariat mit klaren Spielregeln festlegen, den die letzte Bäuerkultur der Entreprise an unser Sozialmodell auch an den Betrieber. Wie definieren wir eine Strategie, die den Findel mit allen guten seinen Betrieben auf den richtigen Weg bringt, an einem Umfeld, das sich im Weltniveau immer mehr schnell verändert? Wie kriegen wir als Industrieherbestplätze aufgesichert? Wir haben dann der Stolz-Tripartit fertiggebracht, als soziale Modell aufzusichern. Die Schließung von den Werken von Rodosch und zu Schöffling aber, als für den letzten Industriestandort eine Katastrophe! Es weiß sich halt ganz klar, dass die Industriepolitik nicht durch Wieder, sondern durch Investitionen vollzogen. In dem Kontext brauchen wir definitiv Planungssicherheit, was die Investitionen von der ArcelorMittal besonders zu Belval angeht. Wir brauchen die neue Waldstraße 2, weil wir auch noch in der Zukunft von den Parkplanschen zu Belval walzen. An alle guten diese Frauen, wo nicht nur ein Patron ein wichtiges Wert zu machen. Auch als Regierung steht hier an der Bringschuld. Cargolux an ArcelorMittal werden Prüfstein gehen, wie seriöse Stützregierung für das Land ersetzt. Darüber heraus sehen wir, dass wirtschaftliche Entwicklung immer mehr mit Ungewissheiten verbunden ist. Der Chômage partiell auf der Goodyear ist sicherlich kein gutes Zeichen. Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen just an diesen Zeiten einen stärkeren Sozialdialog. Wir fordern eine neue Kultur am Sozialdialog, eine neue Vertrauensbasis für die Probleme von den Betrieben und damit auch die Probleme von den Leuten, die an diesen Betrieben arbeiten, können zu verstehen und zu lesen. Ein kleines Land kann sich kein großer Sozialkonflikt erleichtern. Ein kleines Land braucht Sozialpartner, die die Situation erkennen und nicht verkennen. Sozialpartner, die es fertig bringen, über die realen Probleme, ob der richtige Platz können zu diskutieren und Lösungen können zu gestalten. Wir müssen dafür nicht unbedingt am Mond ein Tripartit tun, denn wir brauchen das Instrument für der Tripartit, für die realen Probleme an diesem Land können umzuschwätzen, als eine Lösung zu feiern. Auch muss die Gleichbehandlung zwischen Privatsektor und Sektor Publik ein Thema sein. Wir fordern also mehr Gerechtigkeit hier in diesem Land. Kolleginnen und Kollegen, Lützeburg ist an den letzten 20 Jahren groß gehen mit dem bestehenden Erbestrecht. Wir brauchen also nicht durch sich zu gehen, wo nicht das? Wir müssen also auch nicht alle Fehler, den am Ausland gemacht ist, wiederholen. Wir brauchen an diesem Land mehr Polemik, viel mehr Firlefanz an der Gestaltung von der Politik an diesem Land.
Wir fordern Lösungen für die schaffenden Leute. Und dafür setzen wir uns an. Und darauf sind, richten wir uns erbisch aus. Wir fordern also Reformen, die auf Solidarität und soziale Gerechtigkeit setzen. Eine Pensionsreform, die für alle Syrer die gleichen Rechte und Pflichten anzuspringen. Eine Schulreform, die fordert und unterstützt. Wir fordern den Ausbau von den Lehrplätzen, an dem es mit dem Patron analysiert wird, wo wir zusätzlich Ausbildungsplätze, besonders am Industriebereich, können anbieten. Wir fordern eine reelle Chance für die Leute, die ihre echtschulische Ausbildung nicht reüssiert tun. Wir müssen hier eine praxisorientierte Formationen am Erbischtsprozess können anbieten. Wir fordern einen neuen Urlauf am Sozialdialog, wo wir über die reellen Probleme an den Betrieben können verhandeln. Wir fordern alle klare Lösungen am Sinn von den beschäftigten Leuten. Wir fordern auch mehr Aufsicherung an Möglichkeiten für uns Personalvertreter, für ihr Erbischtkönnen zu verbessern. Wir fordern also die Reform von unseren Kongestionsgesetzen, sie ist überfällig. Eine Reform, die dem Statut nicht muss keine Rechnung drohen und dafür auch die Verdelung von den Moyen vom Wahlresultat aufhängig macht. Kolleginnen und Kollegen, Gewerkschaft als kein Selbstzweck. Wir müssen den konsequenten Ansatz für die Mamben auf ihre Fälle stehen haben. Der LCGB hat das erkannt und die nötigen Konsequenzen gezogen. Wir definieren uns nicht über falsche Idole oder über kommen Ideologien. Wir definieren uns durch uns Erbisch als ein Service für die Mamben. Der Mensch muss am Mittelpunkt von unserem Schaffen stehen. Der Mensch an all seinen Aspekten, ob der Erbisch, an der Familie, an der Freizeit, an nur am kulturellen Bereich. Der Mensch am Mittelpunkt, da das kein Floskel, da das so wie wir als Erbisch unseren Ansatz wollen gestalten. Der Mensch am Mittelpunkt, als die Erde weiß, wie wir am LCGB als Gewerkschaft Erbisch wollen leben. Dafür wief den 1. Mai, wief den LCGB und merci für die Aufmerksamkeit.